Hallo, ihr seid bei Vanessas Vlog und im heutigen Nähvideo bekommt unsere kleine Ella eine neue Mütze. Und zwar bekommt die so eine Regenbogen-Ringelmütze mit Bündchen. Und dafür habe ich folgende Teile zugeschnitten. Einmal den Bündchenstoff. Das ist so ein grauer, geriffelter Bündchenstoff. Und einmal den Mützenstoff selber, also dieser schöne regenbogenfarbene Ringelstoff. Entsprechend des Schnittmusters, das habe ich aus einem meiner Lieblingsnähbücher. Und wo ihr das findet, habe ich euch unten verlinkt, also schaut einfach mal. Und ja, dann fangen wir einfach mal mit dem Mützenteil an. Und zwar haben diese klassischen Mützen. Die Stoffteile haben immer diese vier Gipfel. Und wir fangen damit an, dass wir den Stoff mit der rechten Seite, also mit der schönen Seite, nach oben legen. Und dann falten wir den so aufeinander, dass der erste Gipfel auf dem zweiten Gipfel liegt und der vierte Gipfel auf dem dritten Gipfel. Also die äußeren Seiten jeweils einmal nach innen klappen. So. Und dann fangen wir damit an, dass wir hier außen die Abnäher nähen. Auf dieser Seite und auf dieser Seite. Von der Spitze runter nähen, Nahtzugabe ist 7 mm. Und hier unten, wenn ihr in der Ecke ankommt, müsst ihr darauf achten, dass ihr die Naht schön auslaufen lasst. Also nicht spitz oder nicht hart hier einfach gegen die Kante laufen lassen, die Naht, sondern schön rund auslaufen lassen, damit die Mütze später nicht so hässliche Beulen wirft. So, also mit diesen beiden Nähten links und rechts fangen wir jetzt erstmal an. Also so sieht das dann aus. Und wie gesagt, die Naht hier unten sanft und rund auslaufen lassen, nicht einfach hart durchnähen, damit die Mütze schön rund wird. So, und das machen wir auf der anderen Seite jetzt auch noch eben. Wieder das äußere Teil nach innen falten. Und wenn ihr euch so wie ich für dieses Abenteuer fein geringelter Jersey-Stoff entschieden habt, dann solltet ihr auch darauf achten, dass die Streifen Farben aufeinander liegen. Sonst sieht das nämlich hinterher doof aus. So, damit sind die ersten beiden Nähte schon fertig. Und jetzt
machen wir quasi die Kopfnaht. Dafür falten wir die beiden Teile aufeinander. So. Und jetzt nähen wir diese Naht einmal komplett runter und auch hier in der Ecke wieder sanft auslaufen lassen. So, wenn ihr jetzt hier über die andere Naht drüber näht, dann achtet darauf, dass die auseinander gestrichen ist, sonst wird das nämlich so ein dicker Knubbel und das ist dann am Kopf ein bisschen unangenehm. Und natürlich darauf achten, dass die Nähte genau aufeinander liegen. So, damit ist das Mützenteil schon fertig. Und jetzt kommen wir zum Bündchen. Das Bündchen altbewährt rechts auf rechts zusammenlegen, sodass die schmalen Kanten bündig aufeinander liegen. Und dann einmal der Länge nach unten nähen, sodass wir einen Schlauch bekommen. Dann einmal die Bündchennaht auseinanderstreichen. Und nach oben zusammenklappen. Umstülpen. Fertig.
und dann teilt ihr euch das wieder auf. Manchen reicht das, wenn das in Hälften aufgeteilt wird. Ich bevorzuge lieber die Viertel, damit das Bündchen später richtig auf der Mütze verteilt ist und alles schön gerafft ist. Also markiere ich mir jetzt eben hier die Punkte. So, und bei der Mütze genauso. Da habe ich ja einmal hier hinten diese durchgehende Naht. Dann die gegenüberliegende Seite. Und jetzt stecken wir unser Bündchen in die Mütze. Legen die Punkte aufeinander. Und stecken die zusammen. Alles schön verteilt und jetzt müssen wir das Ganze nur noch zusammennähen. Immer zwischen zwei Stecknadeln auf Spannung halten, sodass der Jersey-Stoff gespannt ist. Und dann nähen wir das hier mit dem Geradstich oder mit dem Zickzackstich einmal zusammen. So sieht die Mütze dann aus. Ihr könnt jetzt noch gucken, ob ihr die Nahtzugabe vielleicht noch zurückschneiden wollt oder die noch mal auseinanderbügeln wollt, dass sie nicht so vorsteht. Und ich werde jetzt noch den Überstand hier am Bündchen einmal an der Mütze feststeppen.
dass der auch nicht irgendwie drückt. Und fertig ist die Kindermütze. Auch das ging wieder mega easy und ganz schnell. Und ja, Ella hat ein neues Stück in ihrem Kleiderschrank, wenn es auch noch ein bisschen dauert, bis sie die tragen kann, denke ich. Da das für Kopfumfang 50 bis 52 cm ist. So weit ist sie noch nicht. Aber irgendwann findet sie die bestimmt gut. Also, wenn ihr es nachmachen wollt, wie gesagt, den Link habe ich euch in die Infobox gestellt. Und ja, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, habt eine gute Zeit und bis bald.